Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ballreview bei uns auf dem Kanal von BV Mainz. Mein Name ist Sergio und heute haben wir etwas ganz anderes für euch damit am Start. Nachdem ich euch schon drei Solid-Bälle vorgestellt habe, alle von der Storm Company, heißen entweder Global 900 oder 900 Global, Storm selbst oder Rotogrip, haben wir heute etwas ganz anderes und zwar meinen ersten Motive-Ball mit am Start. Und wie gewohnt erkläre ich euch ein bisschen was zu dem Ball, wir gehen auf die Bahn mit dem Ball und schauen uns an, was er so kann und am Ende machen wir eine kleine Zusammenfassung. Der heutige Ball-Review ist für mich ein ganz besonderer, denn die Entscheidung, einen Motive-Ball zu kaufen, die war nicht ganz so einfach für mich. Ihr wisst ja, ich bin erst Anfänger und im Verein habe ich zum Glück viele Menschen, die mir helfen können und auch viele Mitspieler, die unterschiedliche Marken benutzen. Und es gibt sehr, sehr viele Marken. Brunswick hat ja sehr viele zum Beispiel aufgekauft. Storm oder die Storm-Reihen gibt es ja auch. Und Motive ist eine Marke, die man nicht so oft sieht auf den Bahnen. Und das hat auch einen guten Grund. Motive ist so... Ich würde sagen, der Audi unter den Bowlingbällen. Wenn ihr zum Beispiel Stormbälle euch anguckt, könnte man sagen, das ist Volkswagen. Soll das heißen von der Qualität? Nein, nicht unbedingt, aber eher von dem Preissegment. Motive hat deutlich weniger Bälle, die aktuell auf dem Markt immer sind, dafür aber sehr hochpreisige Bälle. Storm und Brunswick auf der anderen Seite haben sehr, sehr viele Marken, die so gut wie alle Preisbereiche abdecken und auch alle Performancebereiche. Das heißt, ihr kriegt bei Storm sehr gute und günstige Einsteigerbälle und nach oben gibt es auch fast keine Grenzen für die sehr neuen und sehr aktiven Bälle. Bei Motive ist das eher nicht der Fall, weswegen man sich da wirklich erstmal davon überzeugen muss, ist das eine Marke für mich. Ich hatte aber auch den guten Trainer mit Marc, der mir gesagt hat, hey, es gibt zwei Marken, die sehe ich für dich passend und Motive war eine davon und dann habe ich mich entschieden, okay, ich hole mir einen Motive-Ball und deswegen haben wir jetzt hier den Motive Trident Horizon mit am Start. Zu den Daten, wie gewohnt, Oberfläche, eine andere Oberfläche. Bis jetzt habe ich euch drei Solids vorgestellt. Das ist ein Hybrid. Und es ist nicht irgendein Hybrid, sondern ein asymmetrischer Hybrid. Und ich war sehr, sehr vorsichtig, als ich mich dazu entschieden habe, denn ich hatte bereits einen asymmetrischen Hybrid und das war der Parallax von Storm. Diesen Ball habe ich, gerade als ich angefangen habe, um mein Arsenal aufzubauen, mir geholt, habe den, glaube ich, dreimal gespielt und dann wieder verkauft. Ich kam überhaupt nicht mit diesem Ball zurecht. Deswegen war ich so, ich weiß nicht, Hybrid und asymmetrische Kerne hat für mich nicht funktioniert. Eine ganz andere Nummer. Wir haben hier die Oberfläche, das ist die Coercion MXC Hybrid Reactive Oberfläche. Motive hat sowieso eine ziemlich interessante Art, Oberflächen zu gestalten, denn diese ganzen Musterungen sind Teil der Oberfläche und sind ein patentiertes Geheimnis von Motive, was diese Coverstocks von Motive aber nicht so einfach vergleichbar macht wie zum Beispiel mit Storm Coverstocks, denn sie sind grundsätzlich ein bisschen aggressiver und helfen mir deswegen mit meinem Spiel bis jetzt extrem. Ich habe mit diesem Ball tatsächlich meinen Pinschnitt um knapp 20 Pins erhöhen können. Nicht nur mit diesem, auch mit den anderen, den wir hier demnächst vorstellen werden. Soll aber nicht unbedingt heißen, kauft euch den Ball, warten wir noch ab. Das ist etwas, was einfach für mich sehr gut gepasst hat. Kann aber für jemand anders, diese etwas aggressivere Hybrid-Oberfläche, kann vielleicht nicht ganz so gelegen sein, wenn ihr sowieso viele Umdrehungen habt und Probleme habt, dem Ball Länge zu geben. Aber das war der Sinn für mich mit diesem Ball. Ich habe einen Ball gesucht, der mir ein bisschen mehr Länge gibt und die Hybrid-Oberfläche ist ja eine Mischung aus Pearl und Solid und soll ein bisschen länger sein als ein Solid, nicht ganz so lang sein wie ein Pearl und diese Oberfläche macht genau das. Dieser Ball hat auch noch einen sehr interessanten Kern, den Sidewinder asymmetrischen Kern, der schon in anderen Trident-Bällen ist, unter anderem in den Nemesis zum Beispiel oder, da muss ich nochmal ganz kurz schauen, in dem Tempest. Zwei Bälle, die es nicht mehr aktiv gibt, aber die ihr immer noch kaufen könnt. Ich glaube ansonsten, selbst der Horizon ist aktuell nicht mehr auf der Bowling-Seite von Motive aktiv beworben, den gibt es aber noch, sondern eher der Odyssey, was so wiederum Solid ist. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter aus, aber Motive ist halt eine Marke, die kennt nicht jeder. Aber dieser Kern ist super interessant als asymmetrischer Kern. Von den Daten her ist er ungefähr das, was ich gesucht habe. Der hat einen 2,52 RG, einen 0,049 Diff und einen 0,013 Intermediate Diff. Was bedeutet das? Mit den 2,52 weiß ich, dass der Ball ein bisschen mehr Länge auch vom Kern her hat. Nicht nur die Hybridoberfläche hilft es, den Ball länger laufen zu lassen, sondern auch der höhere RG zeigt, er wird ein bisschen später erst versuchen, sich aufzubauen und um die Ecke zu kommen. Der 0,049 Diff zeigt mir, der Kern ist zwar aggressiv und ist aber nicht mega aggressiv. Es ist eher so ein gutes Mittelding von den Werten her, wenn ich das zum Beispiel mit anderen Bällen vergleiche, die ich habe. Aber er ist asymmetrisch, heißt, er hilft mir nochmal. Heißt, der Sinn für diesen Ball und warum ich ihn gekauft habe, war, ich wollte einen Ball, der ein bisschen Länge hat, der mir hilft, wenn meine anderen Bälle zu früh anfangen, in den mittleren Bereich der Bahn schon zu arbeiten, trotzdem hinten eine schöne Kurve macht. Ich habe ihn aber vom Layout her genauso gebohrt wie mein Zen Master. Das bedeutet, dieser Ball ist eigentlich der Ball, den ich raushole, wenn ich den Zen Master nicht mehr spielen kann, weil er anfängt, zu früh in der Mitte der Bahn zu arbeiten.
Ich kann dann den rausholen, dieselbe Linie spielen, passt perfekt, kommt um die Ecke, macht eine ähnliche Kurve, trotz der unterschiedlichen Oberflächen und Kerndaten. Und das hat bis dato ganz gut funktioniert. Aber reden ist schön, zeigen ist besser. Also gehen wir ganz kurz auf die Bahn und zeigen mal, was der Horizon so drauf hat. Und da sind wir wieder auf der Bahn. Magic Bowl, wie gehabt, wie in den letzten Videos immer. Runtergespielte Bahn. Hier ist auch ein bisschen Öl tatsächlich drauf, das ist relativ cool. Und heute geht es um den Motive Horizon Trident. Ein Hybrid, mein erster Motive Ball. Das ist der erste Ball, den ich nicht von der Storm-Reihe, sei es Storm, Roto Grip oder Global gespielt, gekauft habe. Und ich kann sagen, ich bin mega zufrieden. Vom Layout her dasselbe wie mein Zen Master. Es soll ein Ball sein, der, wenn mein Zen Master zu früh anfängt zu arbeiten, dass ich auf ihn gehe. Denn als Hybrid hat er ein bisschen mehr Länge, asymmetrischen Kern, vergleichbare Werte. Er geht lang und ist auch so gebohrt, dass er jetzt nicht unglaublich um die Ecke kommt, aber konstant. Gibt mir super viel Fehlraum. Und wie gewohnt machen wir ein 4-Zone-Approach. Leiste 5, 10, 15 und 20. Wir fangen direkt mit der 5 an. Vielleicht bringt das sogar was, denn ja, ein bisschen Öl ist auf dieser Bahn. Ich stelle mich mal auf 20 und versuche über 5 zu spielen. Mal sehen, was da passiert. War definitiv nicht die 5, das war eher die 8 und ein bisschen reingespielt. Also probieren wir es gleich nochmal. Also nochmal 20, ein bisschen genauer zielen. Naja, ich lasse solche Würfe auch gerne drin, denn niemand ist eine Maschine. Aber dann könnt ihr sehen, was passiert, wenn man nicht seinen Markt tritt, also wo man eigentlich lang möchte. Wir bleiben bei 20, versuchen jetzt wieder über 5. Und ich hoffe, das funktioniert. Das war eher die 5. Schöne Länge, aber ihr merkt, hinten wird es ein bisschen trockener. Sehr kontinuierlicher Lauf. Kein, oh, ich bleib stehen und gehe nach links, sondern geht da richtig gut rum. Und was mir bei den Motive-Bällen gefällt gerade, ist, dass die Energie beibehalten wird. Der kommt da hinten mit einer Wucht, das ist der Wahnsinn. Ich räume mal eben und einen Wurf machen wir noch über die 5. Ich würde tatsächlich eine Leiste weiter links gehen, also 21 jetzt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich rechts hinkomme. Vielleicht ein bisschen weniger Finger, mal schauen. Das war interessant. Ich glaube, dass da so weit rechts, also ich habe über die 5 rausgespielt und ich war eher so auf der 3. Dann, da scheint noch Öl zu liegen, also in meinem Grund. Und deswegen hat der Ball es dann nicht mehr geschafft, zurückzukommen. Also definitiv keine Linie, die ich aktuell konstant spielen könnte. Deswegen lassen wir es auch und gehen gleich über in die 10. So, wir wollen jetzt über die 10 spielen. Das heißt, ein bisschen offenen Winkel, nicht zu offen. Ich stelle mich mal auf 23 hin. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. Balllauf gefällt mir. Linie noch nicht so hundertprozentig. Das heißt, ich würde wahrscheinlich jetzt, ich bin sehr doll auf die 1 reingekommen, würde ich beim nächsten Anwurf wahrscheinlich 2-3 Leisten weiter nach rechts gehen, aber erstmal muss ich rollen. So, wir stellen uns jetzt direkt auf die 26 und versuchen uns nochmal über die 10. Mal gespannt. Ich glaube, der kommt wieder. Wenn man die 10 trifft, das waren ja ansatzweise die 10, das war ja so die 13, 14. Das Schöne ist, in den Videoaufnahmen sieht man es noch deutlicher. Das heißt, einen muss ich hier noch versuchen, damit ich zumindest meinen Markt treffe. War ein Lefty, gibt mir aber schon mal ein bisschen Insights, wenn ich gleich auf die 15 gehe. So, wir wischen dich auch gar nicht ab. 26, 10. Zwei Daumen hoch. Linie, die ich spielen kann. Ich habe auch heute, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so mein Ballgefühl ist nicht das Beste. Nichtsdestotrotz, der Ball kommt richtig schön, er ist kontinuierlich, er geht nicht komplett ab und er gibt mir viel Fehlraum. Das heißt, wenn ich mal innen oder außen treffe, kriege ich nicht so viele Splits wie mit anderen Bällen. Deswegen gefällt er mir auch so gut. Zehnte Leiste wäre bei dem aktuellen Bahnverhältnis sogar richtig gut spielbar. Wir gehen trotzdem auf die 15, denn das gehört dazu. Ich glaube, für die 15 ist diese Bahn noch ein bisschen zu ölig in der Mitte und ein bisschen carry down, das heißt, dass das Öl auch runtergetragen ist mit dem Breakpoint. Wir werden es trotzdem versuchen. Ich stand gerade auf 25, auf 26, ich gehe mal auf 30. Werde erstmal meine Geschwindigkeit noch nicht anpassen. Aber mal schauen, wie der Ball so reagiert. Ich habe ihn ein wenig zu weit rausgespielt. Man hat echt gemerkt, wie er angefangen hat zu arbeiten und zurückkommen wollte, aber es nicht geschafft hat. Dem fehlt da gerade so ein bisschen der Drive, beziehungsweise der läuft dann schon zu lang. Ich hätte einen anderen perfekten Ball gerade für die Linie. Das heißt, ich werde noch mal ein bisschen was anpassen. Wir werden über die 15 spielen, aber ich gehe mal 3 Leisten nach rechts. Das heißt,
um meinen Winkel noch mal ein bisschen zu schließen. Ich stehe dann eher auf 28. 28, ja, 28 passt. Und mal gucken. Also nochmal über die 15, das war gerade ein bisschen zu leicht, der hatte nicht genug Energie. Dann werde ich mal schauen, dass ich zwei Leisten weiter nach rechts gehe. Das heißt, ich stehe jetzt auf 28 und meinen Winkel ein bisschen zumache. Also nicht komplett dicht, aber mal schauen. Vielleicht gehe ich ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. Wobei, nee, diesen Wurf noch nicht. Ich glaube, da hätte ich den Winkel wieder aufmachen müssen. Ich bin zu parallel. Der fängt sehr spät an zu arbeiten, macht nur ein bisschen was, geht aber kontinuierlich auf die 1 zu. Nicht perfekt. Das heißt, wir versuchen es gleich nochmal. Ich muss mal überlegen, wo ich mich hinstelle, nachdem ich geräumt habe. So, letzter Versuch auf der 15. Ich glaube, ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich gehe tatsächlich auf dieselbe, wo ich auf der 10. Ne, wobei. Ich gehe wieder auf die 30 und versuche meinen Winkel zu öffnen. Das heißt, ich gucke tatsächlich raus und versuche den Ball rauszuspielen. Und hoffe, dass das besser funktioniert. Das ist der Move. Dieser Ball muss ins Trockene kommen. Das heißt, ich muss gucken, wie kriege ich den durchs Öl für die Länge, aber so, dass er rechtzeitig in das Trockene kommt, um eben seine Energie dann nutzen zu können für die Kurve und dann auch richtig in die Pins reinzubekommen. Perfekte Linie. Und das ist immer so ein Problem von mir, dass ich sehr eng meine Winkel halte. Und bei solchen Bällen kann ich ruhig sie aufmachen, muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Sehr schöne Linie. Das heißt, wir gehen jetzt in die letzte. Puh. 35, über 20 raus. Ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ich glaube, das wird dem Ball helfen. Und vielleicht sogar ein bisschen offener vom Winkel her. Das heißt, ich gucke tatsächlich so Breakpoint Richtung 7. Mal gucken, ob das funktioniert. Das war eine ziemlich beschissene Ballabgabe. Eigentlich dürfte das gar nicht zählen, aber auch da müsst ihr gucken. Finde ich es wichtig zu zeigen. Also die habe ich schlecht abgegeben, ich hatte keinen Stand, nicht genug Finger. Das heißt, der Ball ist lang gelaufen, hat irgendwann angefangen zu arbeiten, hat aber bei weitem nicht genug Energie, die ich ihm mitgegeben habe, um wiederzukommen. Heißt, 1 und 2 stehen. Wir versuchen es gleich nochmal. Meine heißgeliebte 20. Leiste. Wir bleiben bei 35. Versuchen ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, dem Ball Zeit geben zu arbeiten. Also runter mit der Geschwindigkeit meine ich, dann werfe ich mal so mit 19, 20 und sonst werfe ich hier mit 23 bis 25. Und versuche tatsächlich darauf zu achten, ein bisschen mehr Finger mitzugeben. Ja, war ein Strike, ne? War nur auf der falschen Seite, mal wieder. Ah, das ist, ich habe immer so Angst, die Bälle rauszuspielen. Der Trident gibt mir das, aber diese Bahn hat tatsächlich in der Mitte noch relativ viel Öl. Heißt, für mich ist das definitiv kein Spiel. Wir müssen aber einen Wurf noch machen, denn linke Strikes zählen nicht. Das ist über die 5. Leistung, man merkt, man kriegt sonst nichts hin. Das heißt, eigentlich muss ich wieder darauf achten, dass ich nach rechts schaue und über 20 rausspiele und nicht parallel mit 20. Also ändere ich ja tatsächlich an dem, was ich stehe, nichts, nur dass ich ein bisschen mehr nach rechts schaue halt beim Werfen. Das wäre die Linie. Wenn ich den Ball mehr mitgeben würde, kann ich gerade nicht, wäre auch nicht die Linie, die ich mit diesem Ball gerade spielen würde. Wir würden wahrscheinlich eher zwischen 10. und 15. Leiste aufhalten. Ich räume mal eben kurz und dann suchen wir die Linie, damit ich euch auch kurz zeige, wie der Zenmaster reagiert. Ähnliche Werte, aber ein Solid. Und das hier ist ja mein Stepdown dann vom Zenmaster. Gut, wir stellen uns mal auf 23. Ich versuche mal so über 11 zu spielen. Ich glaube, das war die Linie, die ich vorhin hatte. Das war eher die 9, aber ihr habt gesehen, das ist das, was mir an diesem Ball so gut gefällt. Ich werfe ihn durchs Öl und er nimmt dieses Öl ins Trockene so gut auf und überreagiert nicht und kommt immer wieder in die Gasse, wenn ich den einigermaßen vernünftig werfe. Das war eher 9 und ziemlich großen Bogen. Versuchen wir eine ähnliche Linie jetzt mit den Zenmaster. Nur mal zum Verständnis, ich vergleiche jetzt hier einen Solid mit einem Hybrid mit etwas unterschiedlichen Kerndaten, aber mit demselben Layout. Das heißt, sie sind so gebohrt, dass sie mir ungefähr dieselbe Linie zeigen. Der Trident halt, wenn die Bahn runtergespielt ist, wie sie hier teilweise ist. Ich erwarte, dass der Zenmaster früher anfängt zu arbeiten und mir eigentlich zu hoch kommt oder zu viel Energie verliert und einfach rausläuft. Aber gucken wir mal, ob ich einen vernünftigen Wurf mit ihm machen kann. Wir stellen uns an derselben Linie, 25, und versuchen dann auch über 19 rauszuspielen.
von der Linie her perfekt. Also müsste man in den Aufnahmen vielleicht nochmal nachschauen, aber ich finde, das war eine sehr ähnliche Linie von dem Wurf, Abwurf und auch von dem Winkel her. Man hat gesehen, was mit dem Zen Master passiert ist. Der hat früher angefangen zu arbeiten, hat jetzt keine unglaublich stärkere Kurve gezeigt, natürlich überhaupt nicht, sondern einen ähnlichen Ballverlauf. Aber dadurch, dass er früher angefangen hat zu arbeiten, hat er mir die 1 getroffen. Das heißt, kein Strike, während der Horizon hier perfekt war. Das heißt, deswegen habe ich diese zwei Bälle auch, um eben den Zen Master zum Beispiel beim Frischen rauszuholen und dann eben auf den Horizon oder auf den Trident wieder zu wechseln. Beides sehr gute Alternativen und das Motivball, gerade die Energie, die er behält, hat mir extrem gut gefallen. Aber wie gewohnt, wir haben jetzt alle Sachen durch, gehen wir zurück und machen nochmal eine kleine kurze Zusammenfassung. Was kann ich zusammenfassend zu meinem Horizon sagen? Ich sag nur Hashtag Motive Nation. Ich bin ein Motive-Fan geworden, nachdem ich diesen Ball mir geholt habe. Erstens sehen sie einfach unglaublich genial auf der Bahn aus. Diese ganze Art, wie der Ball gebaut wird, sagen wir die ganzen Farbkombinationen, wie aber auch die ganzen Logos von Motive und auch die von den Bällen selbst, die sind einfach ein bisschen anders. Die poppen auf der Bahn und die sehen im Lauf unglaublich schön aus. Das hat mir schon mal gefallen, also das Optische. Aber die Performance, die passt zu meinem Spiel. Ihr müsst mal verstehen, ich baue mein Spiel ja trotzdem noch weiter auf. Nichtsdestotrotz, ich habe nicht mega viel Umdrehung. Ich würde sagen, ich bin auf den unteren, mittleren Bereich. Spiele aktuell noch relativ langsam mit 22 bis 24 km die Stunde. Und diese Bälle erlauben es mir, Fehlraum zu kreieren. Das bedeutet, ob ich zwei, drei Leisten vielleicht mal verfehle, der holt es auf, gerade mit der Hybrid-Oberfläche. Ein unglaublich guter Ball, ein Ball, den ich super gerne raushole, der nicht unbedingt immer mein erster Ball ist aus dem Bag. Warum? Das ist ein Ball eher, wenn die Bahn ein bisschen heruntergespielt ist. Wenn ich meinen Winkel zwar ein bisschen öffnen muss, aber nicht zu sehr. Ich kann damit aber meinen Winkel auch öffnen. Ich muss ihn nur ins Trockene bekommen und ein bisschen auch an Umdrehungen mit am Start haben. Aber ich kann nur sagen, für den Preis des Balles und für das, was ich mit diesem Ball bis jetzt spielen konnte, und ich würde sagen, ich habe bestimmt schon an die 60 Spiele mit diesem Ball hinter mir, bin ich super zufrieden. Die Oberfläche scheint auch zu halten. Bei anderen Bällen, die ich habe, ist es so, nach 20, 30 Spielen merkt man, die Oberfläche hat ein bisschen was abbekommen, muss man ein bisschen aufarbeiten und ähnliches hatte ich mit dem noch nicht. Natürlich reinige ich den Ball immer, nachdem ich gespielt habe und ähnliches. Aber ich bin ein großer Fan von Motive gewesen, denn diese Oberflächen, diese Kerne, die Art und Weise, wie die Energie tatsächlich hinten an den Pins noch ankommt, ist etwas, was nicht vergleichbar ist mit den Stormbällen, die ich bis jetzt hatte. Es gibt bei mir im Verein tatsächlich kaum jemand, der Motive spielt. Ich bin einer der Ersten, der sich wirklich zwei, drei Motive-Bälle kauft. Also ich habe jetzt aktuell zwei. Zweiten werden wir demnächst hier vorstellen, der nochmal eine krasse Nummer anders ist. Und den dritten habe ich mir auch schon bestellt, denn ich persönlich finde, es ist wichtig, euch hier natürlich zeigen zu können, was für unterschiedliche Brands gibt es, welche könnte zu euch passen. Und ich war immer ein Storm-Fanboy. Ich habe Global 900 ausprobiert, Roto-Grip und Storm-Bälle. Ich war relativ zufrieden mit denen. Aber nachdem ich einen Motive-Ball das erste Mal geworfen habe und tatsächlich gemerkt habe, wow, das ist nochmal eine andere Nummer, muss ich sagen, sind die tatsächlich teilweise 40 bis 60 Euro, die diese Bälle teurer sind, für mich persönlich das wert. Das heißt nicht unbedingt für euch und vielleicht findet ihr auch noch ein paar von den Discontinued Bällen, das heißt die Bälle, die nicht mehr raus oder offiziell hergestellt werden, für einen etwas günstigeren Preis. Motive hatte auch ein paar Low-Entry-Bälle, die habe ich ja persönlich noch nie gespielt, aber wenn die so gut sind wie diese, das hier ist auch eher so ein Medium-Entry-Ball, also der war, oh, ich meine, der war bei 280 Euro. Nee, das war der andere. Der war so bei 249 Euro, als ich den gekauft habe. Ich habe den Kauf nicht bereut. Ich finde, es ist ein super Ball. Ich bin ein großer Motive-Fan geworden und ich hoffe, euch hier mit diesem Video ein bisschen darüber was zeigen zu können. Oder gezeigt zu haben. Ja, das soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne unten rein, habt ihr Motive-Bälle schon mal ausprobiert? Sagt ihr, nee, ich bin eine Brand-Person, ich kaufe nur Bälle von einer bestimmten Brand. Und falls ja, was gefällt euch an dieser Brand? Ich werde versuchen, ob ich noch die Hand irgendwie oder die Hände an ein paar Brunswick-Bälle bekomme, denn die würde ich hier gerne auch sehr gerne mal vorstellen. Aber wenn ich es nicht tue, denn da ich mich gerade eher auf Motive konzentriere, ist es auch kein Problem, denn ich habe definitiv drei Leute im Verein, die ich fragen kann, die sowohl noch ein paar gute Storm- und Roto-Grip-Bälle haben, wie aber auch einige Brunswick-Bälle unter anderem Mark, wo wir euch vielleicht die dann auch hier vorstellen können. In dieser Hinsicht soll das gewesen sein. Ich komme demnächst wieder mit einem anderen Motive-Ball, der mir persönlich sogar noch ein Stückchen besser gefällt, aber man muss auch immer sagen, Bälle sind natürlich bahnabhängig. Dieser Ball, den kann ich nicht immer rausholen, wenn die Bahn zu ölig ist, ist es auch nichts für den. Dafür ist er der Hybrid, dafür soll er die Länge haben und nicht extrem um die Ecke gehen, sondern einfach eine schöne kontinuierliche Kurve. Dafür ist das Layout auch gedacht. Aber wenn ich diesen Ball nutzen möchte, weil ich sage, das ist der Grund, warum ich ihn gekauft habe, dann ist es definitiv meine erste Wahl in meiner Hand. Wie gewohnt freuen wir uns auf eure Kommentare und Meinungen und falls ihr Lust habt auf Bowling und alles, was mit Bowling zu tun habt, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren oder auch auf den gängigen sozialen Medien folgen, um zu wissen, was der BVM1 gerade so macht.